So, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge from the Eurotruck Simulator. Und zwar, ja, eine Folge halt, wo wir wieder Schwerlasttransportmission machen. Ich mache jetzt wahrscheinlich die noch und dann vielleicht noch eine. Dann haben wir vier Stück wieder gemacht. Das reicht dann erstmal, ne? So spannend sind jetzt auch nicht. Die Escape, genau. So, Level 13 leider immer noch nur. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier voll die XP-Bomben, aber ja, kriegen wir ja wohl scheinbar doch nicht so viel XP davon. Von daher brauchen können wir die auch lassen. Jetzt sehen wir jetzt sogar diesen hässlichen LKW. Guckt euch den an, Alter, wie der aussieht, alleine, wie der aussieht. Ha? Da kriegst du ja Hämorrhoiden. Was auch immer das immer sind. Auf jeden Fall erstmal. Prösterchen. So, zuallererst Licht. Blinky blinkt, okay. Da blinkt auch alles, sehr gut. So, der hat natürlich ganz schön Breite. Das Schöne ist, es ist wieder Tag. Das heißt, wir sehen zumindest was. Vor allen Dingen, weil diese Schilder da hinten so weit weg sind, ne, sieht man das auch auf dem Rückspiegel relativ wenig. Das wird eine spaßige Aktion werden. Das Ding ist ganz schön breit. So, Rückspiegel könnten wir noch anpassen. Let's go. Der sitzt stimmt so weit. So, ich mach den mal nach da. Hier so nach da, den nach da und den nach da, so ungefähr. So, let's go. Wir fahren los. Wir fahren los. Ach, sag bloß. Alter, was ist mit dem Riegel? Der Spiegel, der ist so riesig groß, einfach bei mir mitten in the face. Was ist los mit dem? Den lässt Gut, rechts wenn er so bei uns abbiegen. mitten in the face ist, dann können wir den auch mal einstellen. Das müsste der hier sein, genau. Dann machen wir mal. So ist gut. Alter, wie der so schon struggelt. Eieiei, oh, wir haben gar kein Navi bei uns mit drinne. Dann muss ich ja hier mit Navi fahren. Wie eklig ist das denn? Allein die Kabine von dem LKW sieht aus wie 1930. So, kommen wir hier rum. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, gut. Sehr schön. Arbeitsagentur. So, jetzt würde mich mal interessieren, was hat sich jetzt bei unseren Arbeitsagentur geändert, jetzt wo wir noch eine entdeckt haben? Oh, wir haben schon ganz schön viel entdeckt. Gut. Ach, siehst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 11. Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich 11 Fahrer auch, ne? Du kannst kein Platz mehr? Ja. Okay. Das heißt, pro Arbeitsagentur sehen wir hier immer einen Fahrer zusätzlich. Das ist ja interessant. Ja, okay. Die Fahrer haben sich bei soweit nicht geändert. Es kam bloß der hier hinzu. Interessant. Okay. Das war gerade schon ja schon eng da mit dem Auflieger, ne? Ja. Der gelbe Koloss hätte beinahe hier schon wieder auf die Auflieger, auf der Leitplanke aufgesetzt. Gut, ich meine, Schaden bekommen wir dafür ja eh keinen.
Aber hey. Ich finde es immer witzig, wie es bei dem Rückspiegel keinen Schatten gibt. Siehst du? Jetzt ist jetzt alles dunkel, jetzt wird alles heller. Rechts halten und dann jetzt wieder alles dunkler, jetzt wieder alles heller. Irgendwie komisch. Biege nach rechts ab. So, 50 dürfen wir? Okay. Er schafft gerade mal 37. Ich würde mich verarschen, Alter. Der ist ja jetzt schon quasi am Limit. Eieieiei. Tja, so viel zu dem Thema. Für 60 km/h wird es schon reichen. Ne. Das sieht nicht gut aus. Oh Gott. Der schafft gerade mal so 50, wenn es hochkommt. Eieieiei. Ne, ich aktiviere mal den Tempomat auf 60 und dann mal gucken. Kann er langsam hochtrotteln. Ich freue mich schon auf unsere erste, auf unsere erste Auffahrt oder irgendwie Brücke oder sowas. Das wird eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe. Aber schöne Gänge hier. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, also 60 erreicht er doch. Braucht halt nur ewig dafür, aber immerhin erreicht er sie. Was machen die denn da? Wow. Nice. So, wow. Tempomat wollte ich. Ja, ist drin, okay. Achso, stimmt. Mit der Null-Taste habe ich ja auch Zoom. Deswegen. Das ist Baustelle, oder? Ja. Alter, warum so eng hier? So. Sehr gut. Noch 240 Kilometer. Ich glaube, die 3,5 Stunden, die da stehen, sind echt Zeit. Ah ja, wie gesagt, immerhin erreicht er 60 km/h. Das heißt, die meiste Strecke, wir dürften ja wieder fast eine Autobahn fahren, richtig? Ja, sieht gut aus. Okay, ja doch. Das heißt, die meiste Zeit dürfte er 60 km/h halten können. Und so viele Brücken scheinen wir auch nicht zu haben. Hier hinten wird es wieder interessant. Vor allen Dingen hier wird es interessant. Aber gut, deshalb dann bloß ein kleine Stücke. Selbst wenn ich da die ganze Zeit auf dem ersten Gang rumtucker. Mal gucken.
Schöne, echt schöne Gegend hier. Warum blinkt ihr nach links? Bist du nach links? Warum blinkt ihr die ganze Zeit? Soll ich mal mitblinken? Links halten. Ach stimmt, doch, da vorne müssen wir nach links. Oh, und der ist überholt. Was macht der Typ hinter uns? Was los mit dem? Ach, jetzt sieht er endlich nach links. Alter. Der hätte schon viel früher nach links ziehen können. Der hätte hier nicht die ganze Zeit irgendwelches Überholverkehr gehabt. Weißt du, der vor uns blieb schon vor 3 Stunden nach links und der hinter einfach so YOLO. Oh Mann, Alter, richtig schön wieder Nebel und super enge Straße und die Speicher sich selber. Das wird mir gerade alles ein bisschen kritisch. Eieiei. Oh, hä? Alter. Wie wir halt einfach gerade mal so reinpassen. Also links hätten wir noch so 10 cm Platz vielleicht. Na, lass es vielleicht 20 sein. Aber rechts halt gar nichts, ne? Es ist ja alter Schwede, ey. Und das bei dem Regen, ich erkenne halt nichts mehr bei dem Rückspiegel. Ja, super. Eieiei, das wird ein Spaß. Können wir nicht einfach fliegen? Und vor allem geht es jetzt hier bergauf. Oh Gott. Jetzt kommt alles Gute zusammen, ne? Es regnet, wir haben kaum Traktion, weil es regnet. Wir haben einen super schwachen LKW, es geht steil bergauf, weil die Auffahrt ist. Es ist ein Träumchen. Komm, das schaffst du. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Rutschen wir gerade durch? Oh ja, wir rutschen durch. Oh Gott. Ja. Fuck my life. Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Ring vorbei ist. So kommen wir hier nicht mehr hoch. Ich meine, wir können es mal mit Differentialsperre probieren, aber man hat ja gerade schon gesehen, es haben wir bereits alle Räder durchgedreht. Und mehr als das kann auch mit Differentialsperre nicht verhindern. So, mal kurz hier Differential. So, jetzt Differentialsperre rein. Jetzt losfahren und jetzt komm. Ja, nee. Keine Chance. Wie gesagt, selbst mit Differentialsperre, keine Chance. Das wird nichts. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich meine, im Echten würde man jetzt vielleicht irgendwie so Granulat streuen halt. Ne? Aber können wir ja hier nicht. Ja, wir sind jetzt hier drauf gefangen. Das war's. Zurück können wir auch nicht, weil wir können hier definitiv nicht wenden. Ja, das war's. Müssen wir warten, bis der Ring vorbei ist. Geil. Geil. Ich meine, im echten Leben würde man jetzt im ersten Gang schalten und ganz sachtes Gaspedal treten, sodass du halt nicht anfängst durchzudrehen. Geht ja beim Spielen nicht. Ich kann nur die W-Taste drücken oder nicht drücken. Und das ist entweder Vollgas oder gar kein Gas. Da bräuchte ich jetzt so ein Pedal oder sowas, ne? Aber, ja. Das war's denn damit. Scheiße. Oh Gott. Vor allem kann ich ja auch nicht so viel rumexperimentieren, weil allzu viel Puffer zum Runterrutschen aber nicht mehr. Dann ist bereits der nächste Wagen. Ich kann ja mal probieren, wenn wir den ersten Gang schalten. Nee, bringt nichts. Bringt nichts. Auch im ersten Gang. Gerade im ersten Gang, wenn wir erst rechts durchrutschen.
Oder den er erst recht voll Traktion gibt. Ne, keine Chance. Ach du Kacke. Das ist ja blöd. Ausgerechnet jetzt muss der Regen kommen. Jetzt, wo es bergauf geht. Ja, na dann. Danke, dass Sie mit uns gefahren sind. Wir werden dann mal ein klein wenig Päuschen machen. Ne, ist im echten Leben genauso. Gut, im echten Leben, wie gesagt, da hättest du Alternativen. Aber auch im echten Leben gibt es Momente, da musst du einfach warten. Stau zum Beispiel oder weiß nicht. Wenn du gerade irgendwo auf den Hof rauffahren möchtest zum Abladen und da bereits alles voll ist oder so. Oder Baustellen. Oder Regen. Gerade als Schwerlasttransporter hast du ja doch viele Situationen, wo du nicht einfach so weiterfahren kannst. Doch, den Regen müssen wir uns abwarten. Eine Scheiße. Prost. Ich habe gucken, wie lang der Stau mittlerweile ist. Geht ja noch, ist ja echt moderat hier. Hä? Da vorne ist auch schon. Achso, ja klar, weil der die Autos da weghält. Ach schön. Oha. Naja, wir sind schon ganz schön nah an der Placke. Ah, Kacke, Alter. Das halt ausgerechnet jetzt kriegen muss. Was hier passiert? Was ist mit dem Schild los? Haben wir das Schild gestriffen oder was? Voll das obere Ende ist relativ still, aber das untere Ende, das flackert rum, obwohl das eigentlich im Boden sein müsste. Sehr suspekt. Hä? Okay. Da gerade so aus wie wenn man selber unter der Brücke ist, es nicht regnet. Aber so schlecht ist das Spiel dann zum Glück doch nicht. Wobei, guck mal, wenn ich hier weiter unter der Brücke bin, dann hört es auf zu regnen tatsächlich. Das ist ja dämlich. Ich dachte, die Zeiten bei Spielen ist lange vorbei, wo man auf solche billigen Tricks zurücksetzen muss. Zurückgreifen muss man nicht doch. Naja. Das ist ja für eine enge Fahrbahn. Ich kann doch nie im Leben Auto drauf fahren, oder? Guck mal, so breit ist eine normale Straße. Und das hier ist ja super schmal. Vor allem, wie auch einfach die Laternen mitten auf der Fahrbahn sind. Ich meine, gut, sieht man normalerweise nicht, weil das ja hier jetzt drunter ist.
Aber normalerweise müsste die Brücke trotzdem wesentlich breiter sein. Weil so eine, ne, weil ich meine, man sieht ja von unten zumindest, dass die Laternen in der Fahrbahn sind. Und wenn die in der Fahrbahn sind, dann müsste die ein Grünstreifen sein oder ähnliches. Und dann müsste die Brücke auch wesentlich breiter sein. Und zwar auch von unten gesehen. Aber die ist super schmal hier. Ist so eine richtige Schmalspurbahn. Boah, kannst du bitte aufhören zu regnen? Ich meine, klar, ich könnte jetzt auch einfach hier in die Konsole greifen und Warp-Geschwindigkeit einstellen. Aber, schöner Nebel. Na komm, wir machen mal hier. Time 6, Time 600? Was? Warp. Regel nochmal. Wow. Er hat das. Was ist mit dem Rückspiegel los? Der ist ja weiß. Ja, ich bin immer noch. Oh Gott. Ja. Was war das denn gerade für eine Aktion? Das war ein bisschen so nicht geplant. Danke dafür. Was? Ah! Hä? Lol, nach Neuland gibt es keinen Regen mehr auf einmal? Fahrt Cool. vorsichtig. So. Linkshalten und dann bleiben Sie immer geradeaus. So. Let's go. Okay, so erreichen wir zumindest schon mal eine kmh. 1 km/h. 6 km/h im ersten Gang, so rum. Oh, und ich habe sogar noch ein bisschen mehr, wobei der jetzt so wieder flacher wird. Okay. Sehr nice. Ich glaube aber, wir machen hier auch wirklich einen Zweiteiler. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel der Strecke geschafft, so ungefähr. Ah, gut, doch knapp die Hälfte. Das ist ja hier, alter Schwede. Sehr geil. Immer geradeaus. Durch, ja. Na, wobei nicht wirklich, ich fahre gerade um eine Kurve. Aber besser machen wir hier mal auf dem komischen Punch-Streifen da. Hier mal schön. Kurz eine Pause. Machen wir hier Folgenpause. Denn das wird ja noch ein bisschen gehen. Aber mache ich lieber einen Zweiteiler draus. So, wirklich, ja. Jutchen, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann sehen wir uns dann zum Katastrophentransport wieder.